19 Uhr, hier ist die Konrad-Adenauer-Stiftung live aus Rostock. Herzlich willkommen zum politischen Bildungsforum Mecklenburg-Vorpommern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute Abend wieder einen Zeitzeugen eingeladen. Ich darf ganz herzlich Herrn Pfarrer Gunter Schulze hier begrüßen, aus Usedom eingereist. Wir werden uns mit Herrn Schulze so ungefähr 45, 50 Minuten unterhalten. Sie können natürlich selbstverständlich mitmachen. Ihre Fragen werden hier live eingeblendet. Ich habe hier so ein kleines Tablet und dann werden wir selbstverständlich darauf eingehen. Herr Schulze, wir haben schon uns ein wenig warm gesprochen. Es gibt unheimlich viele interessante Themen in Ihrem Leben. Wir werden auch nicht alle schaffen. Ist hochspannend. Ich würde sehr gerne bei Ihnen bei der Kindheit anfangen. Sie sind Jahrgang 1962 in der Nähe von Leipzig geboren und aufgewachsen. Und das Besondere in Ihrem Elternhaus war, dass es Selbstständige waren. Vielleicht können Sie mal die Situation Ihres Elternhauses in den 60er Jahren so ein bisschen charakterisieren. Gunter Schulze, ich komme aus Meltewitz. Das ist ein kleines Dorf, das hat heute noch 350 Einwohner, damals 600, das Doppelte. Es sind genau 40 Kilometer bis nach Leipzig zum Hauptbahnhof und dazwischen liegt Wurzen, die damalige Kreisstadt. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Meine Eltern hatten zur damaligen Zeit eine Gaststätte, zunächst im Ort Angestellte des Konsums. Und sie hatten immer innerlich auch das Ziel, nochmal etwas, also privat ein Gewerbe zu machen, so ein Stück weit sich eine Nische zu schaffen. Das ist denen dann auch gelungen, dass sie dann auch in der Nähe dort eine Gaststätte hatten als sogenannte Kommissionshändler, also halbstaatlich, aber mit Gewerbeanmeldung. Und ich bin dann im Nachbarort zur Grundschule gegangen und als ich dann in der 8. Klasse war, in dieser Grundschule, da waren meine Eltern schon Gewerbetreibenden. Und das spielte damals eine Rolle, als es darum ging, eine Delegierung von der Grundschule auf die EOS zu bekommen. Und das war ein Minuspunkt. Von der POS auf die EOS. Von der Grundschule, POS auf die EOS. Das war ein Minuspunkt, offiziell. Und die Lehrer wollten das auch nicht, die Grundschullehrer, weil sie sagten, damals schon, das habe ich im Ohr, mein Klassenlehrer, du wirst ja niemals für unseren Staat eintreten. Ich bin damals regelmäßig auch zur Christenlehre gegangen, habe mich konfirmieren lassen und hatte sogar in dem Alter schon überlegt, die Jugendweihe machst du nicht. Mhm. Meine Eltern waren dadurch, dass sie selbstständig waren, wirtschaftlich gewissen Sinne glaubten sie unabhängig zu sein. Also, und sie wurden ja gebraucht mit einer Gaststätte. Und sie hatten dann aber gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen, wir gucken mal, wir werden uns kümmern, dass du trotzdem hinkommst. Und sie sind dann bei einer Bekannte, mit der mein Vater zur Schule gegangen ist, Nachbarort gefahren, die war beim Schulrat Schulinspekteurin. Und sie sagte, naja, es gibt auch die Möglichkeit, dass man einen Antrag stellen kann auf EOS, kommt nicht delegiert von der Schule. Und das haben wir dann gemacht und ich bin tatsächlich dann nach Wurzen auf die EOS gekommen. Mhm. Es war eine Situation, wo mehr Mädchen zur EOS gehen wollten und kamen und ich bin wahrscheinlich mit reingerutscht, weil Jungs noch gesucht wurden. Und ich habe in der DDR immer gewechselt. Ne? Aha. Und ich habe aber den Kompromiss, ich habe dann Jugendweihe gemacht. Ich will ganz kurz noch dazwischen fragen. Ja. Da gibt es ja noch mehrere interessante Aspekte. Also die Noten waren sehr gut in der POS. Ja. Und dann eben aufgrund dieses politischen Makels ist eben die Delegierung nicht möglich gewesen. Ich hatte die beste, also vom Zensurenspiegel das beste Zeugnis. Aber ich merkte schon, ich war auch immer in dem
Pionierräten, ich war Pionier, aber durfte vom Klassenlehrer, wo die FDJ in der 8. Klasse losging, nicht Mitglied der FDJ-Leitung werden in dieser Klasse, wo ich der Beste war. Das hatten meine Mitschüler auch gar nicht verstanden. Und da kam das schon von der Schuldirektorin damals. Obwohl ihre Eltern ja eigentlich, sie waren zwar Christen, aber so eine sehr enge Anbindung an die Kirche hatten sie nicht. Ja, unsere Familie waren alle in der Kirche. Sie waren aber keine Kirchgänger. Und ich habe das von mir selber aus, fühlte ich mich angezogen in diese Atmosphäre. Ich hatte positive Erlebnisse einfach in der Kirche und dann auch später nach der Konfirmation der jungen Gemeinde. Das war eine Atmosphäre für mich, wo ich frei das fand, die Diskussion. Und auch, ich habe die Literatur dann bekommen von dem Pfarrer. Und wir hatten zu jener Zeit dann auch keinen Pfarrer. Da war eine Vakanzverwaltung, da macht ein Theologiestudent, übernahm die junge Gemeinde. Und in dieser Zeit habe ich für mich schon entdeckt, da ist eine Aufgabe, so eine Lücke, die ich füllen wollte. Wenn du Pfarrer wirst, also du wirst gebraucht. Also das war damals so als junger Mensch und ich interessierte mich für psychologische Fragen und philosophische. Ich habe dann in dieser EOS-Zeit schon psychologische Bücher gelesen, Carl Gustav Jung und Sigmund Freud, Aufbau der Person, Lersch und ähnliches und hatte so in die Richtung gedacht, Psychologie zu studieren oder Philosophie. Also na gut, wenn Sie in der EOS laut und deutlich gesagt haben, ich möchte Pastor werden, dann wäre das möglicherweise... So viel Bauernschleuer hatte ich, das habe ich nicht gemacht, weil dann nämlich und... dann hätte es Gespräche gegeben, dann wäre der Schuldirektor der EOS zum Kreisschulrat, dann hätte es mit meinen Eltern Gespräche gegeben. Also das hatte ich irgendwie auch wahrgenommen. Ich hatte auch keine altsprachliche Ausbildung, das gab es an der Schule nicht. Ich hatte noch da Bedenken, ob ich die Sprachen schaffe, weil ich auch sonst Chemie war mein Lieblingsfach, Mathe, und hatte aber neben den schulischen schon... Dinge wie gelesen, wie psychologische und geisteswissenschaftliche Bücher, die ich aus dem kirchlichen Bereich bekommen hatte. Das ist so die Situation gewesen. Lassen Sie uns noch mal auf das Elternhaus zu sprechen kommen. Das ist ja schon etwas Besonderes, also die Eltern beide selbstständig, Gaststättenbesitzer. Was ist das Besondere in einer Gaststätte in der DDR gewesen? Ist das etwas, in dem man tatsächlich Vorteile hatte? War man privilegiert? Musste man besondere Kontakte haben? Bekam man mehr mit? Mich interessiert dieses Leben in einer Gaststättenfamilie. Ich habe von Kindheit an damit gearbeitet in dieser Gaststätte. Ich habe Wochenende und auch abends gekellnert. Das habe ich mit Freude gemacht. Das wurde ich auch gebraucht vom Elternhaus. Und da habe ich... Gab es so Angestellte sonst noch außer Ihnen? Nein. Mhm. Also meine Eltern und die haben so Honorarkräfte noch, wenn irgendwas war, noch angestellt. Ich habe aber mitbekommen, dass am Stammtisch anders geredet wurde als in der Schule. Die beiden Öffentlichkeiten und das in dieser Gaststätte fanden oft auch Versammlungen von SED-Kreisen statt und von Vorständen und Genossen. Und wenn die offizielle Versammlung aus war und sie an die Theke kam, wurde plötzlich freier gesprochen. Da kriegte ich diese zweifache, einfach die scheinbare veröffentlichte Meinung, die ich von den Zeitungen her kannte, vom Neuen Deutschland und von der Leipziger Volkszeitung und von der Schule und vom Fernsehen her und andererseits, was die Menschen wirklich bewegt haben. Und da haben ja viele dann am Stammtisch Klartext gesprochen. Das war... in den 80er Jahren, dann wurde ja da schon offen dann auch gesprochen, 70er auch schon. Konnte man von einer Gaststätte in der DDR gut leben? Ja, man konnte gut leben. Die Leute waren dankbar und haben Trinkgeld gegeben.
Und das, das war ein gewisser Wohlstand dann im Laufe der Jahre, was sich meine Eltern erarbeitet haben, wo ich auch profitiert habe dann als Student, dass ich in Ruhe studieren konnte. In Rostock. Gibt es die Gaststätte noch heute? Die gibt es noch, ja. Die hat mein Vater dann verkauft zu DDR-Zeiten und hatte dann hatte gelernter Schlosser, hatte als Schlosser wieder mit meiner Mutter zusammen einen Ziselierbetrieb gemacht bis zur Wende. Da waren Sie wieder selbstständig? Wieder selbstständig, ja. Aha. Das war aber die letzte Zeit. Und nach der Wende hat meine Mutter dann noch selbstständig einen Laden aufgemacht und hat Berufsbekleidung verkauft bis zur Rente. Also immer aktiv gewesen? Immer aktiv und sich eingestellt auf die Situation. Ja. Das habe ich sicher da auch mit übernommen. Und immer, also selbst, also ständig viel und auch selber das gemacht. Also ein Stück weit, was möglich war, ein Stück weit unter kleines Unternehmertum immer etwas unternommen. Und es war eigentlich immer auch ein bisschen die Angst, Hauptsache, die tun die Gewerbetreibenden nicht ganz platt machen. Das schwang immer mit, was sicherlich ich als Kind auch wahrgenommen habe, dass ich eine Abneigung gegen dieses System auch gekriegt habe. Weil das die große Angst ist, dass von oben das dicht gemacht wird. Wir hatten das ja auch erlebt, dass praktisch Betriebsleiter dann VEB-Direktoren in ihren eigenen Betrieben waren. Das 72 war die letzte große Welle, ne? Ja, und wo man dann enteignet hat. Mein Vater war dann Mitglied einer Blockpartei, wo sich viele auch reingeflüchtet hatten. Und da kannte er auch oft die Geschichten. Und das habe ich als Kind mitbekommen, dann auch, dass ich, also in diesem Milieu bin ich dann groß geworden, ja. Herr Schulze, darüber könnten wir jetzt auch eine ganze Stunde noch diskutieren, aber wir müssen ein bisschen weiterkommen. Ihre EOS-Leistung, waren Sie ein guter Schüler? Ich hatte vielleicht so das Abitur habe ich, denke ich, mit 1,7 gemacht. So. Okay. In diesem Bereich, ich hatte Chemie, Mathe, Einsen und ein Schwachpunkt waren meine Sprachen, also Russisch und Englisch. Und deswegen hatte ich für den Theologiestudium noch ein bisschen Bedenken, weil ich ja da überhaupt keine Vorbildung Hebräisch, Latein, Griechisch hatte. Und was planen Sie stattdessen als 17, 18-Jähriger? Was wollten Sie studieren? Ja, ich hatte dann sogar eine Zulassung und da habe ich mich dann für Binnenhandel an der Handelshochschule beworben, weil ich ja aus der Gastronomie kam und wollte dann auch in die Richtung. Das kannte und konnte ich. Und ich bin auch genommen worden und habe dann auch ein Praktikum bei der HO, Handelsorganisation in Wurzen, begonnen als Kellner. Nach dem Abitur, bis ich zur NVA eingezogen wurde. Und auch danach noch. Es muss jetzt noch gesagt werden, in meiner Zeit, wo ich überlegt hatte, bei der EOS-Zeit hatte ich sogar überlegt, für mich selber und im kleinen Kreis, im kirchlichen Bereich, mit denen ich vertraut hatte, dass ich den Wehrdienst verweigere und zu den Spartensoldaten zu gehen, weil einige aus der damaligen kirchlichen Jugendarbeit haben das verweigert. Und da war ein Theologiestudent damals, der studierte in Leipzig Theologie und kümmerte sich um die junge Gemeinde. Und er sagte mir, wenn du verweigerst, dann kannst du auch nicht Theologie an einer Universität studieren. Mach das nicht. Und da habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Diesen Ratschlag habe ich angenommen, aus Respekt auch, und habe nicht verweigert, bin ganz normal, zähneknirschend dann zur NVA gegangen, weil ich an der Universität studieren wollte. Und das hat sich auch... Hat man Sie nicht versucht, auf 3 Jahre zu überreden? Das hatte ja keinen Sinn, aber man versucht, doch, hat man es. Doch, ne? Doch. Ja. Bei der Musterung hat man versucht, mich dahingehend in die Ecke zu treiben. Da war ein Major, der war von der Staatssicherheit. Der kam aus dem Bauernhof, war der Nachbar meines Großvaters in Künitsch. Und der sprach mich gleich zu Beginn der Musterung an, dass meine Cousins ja auch 3 Jahre gegangen sind und ich natürlich auch gehe, weil mein
Onkel, der Bruder meiner Mutter war SED und die ganze Kinder hatte er da in die Richtung auch gebracht. Aber der erste ging 3 Jahre und der zweite Cousin, der ist nicht 3 Jahre gegangen, und weil der erste so deprimiert war von diesem Dienst. Und das sagte ich diesem Stasi-Offizier, Freigang hieß der, den sagte ich, nein, das stimmt nicht. Der Jürgen ist nicht gegangen, 3 Jahre, weil der Günther die Schnauze voll hat. Und das hat den außen durcheinander gebracht. Er wollte Perfektionist sein und dann, ach, das war ihm gar nicht bewusst. Und da zog er sich etwas zurück und ich bin diese halbe Stunde oder so durchgegangen, dass er am Ende gesagt hat, Sie können sich's ja nochmal überlegen. Also das sind so Dinge, die mir heute noch bewusst sind. Da bin ich also, einmal haben die mich richtig in den Mangel genommen und da war diese Situation und dann hatte ich meine Ruhe. Wo waren Sie bei der NVA? In Halle, beim rückwärtigen Dienst. Na gut, das klingt aber noch einigermaßen human. Ja, da war ich Tankwart. Da habe ich in sehr viel gelesen. Die Militärbibliothek, die klassische Literatur, war ein Stück weit auch Vorbereitung auf mein Theologiestudium, wenn Sie so wollen. Ich habe Dostojewski gelesen und Puschkin. Also diese Dinge, die da. Und jetzt müssen wir aber irgendwie, mein Tankwart ist ja auch heute ein begehrter Job. Aber jetzt müssen wir irgendwie noch auf, irgendwann beginnt ja diese Idee, jetzt studiere ich Theologie. Ja, und die beginnt beim Militär, als ich bei der NVA war. Ich hatte also die Zulassung auf die Handelshochschule und das Militär hat mir noch, sage ich mal, innerlich den Rest gegeben, dass ich jetzt da nicht noch irgendein Studium mache, wo ich mit Marxismus oder dann irgendwelche Verwaltungsdinge im Staat mache. Also da wollte ich irgendwie Schluss machen und habe in dieser Zeit mich bei Theologie beworben, habe Rostock angeschrieben, Greifswald angeschrieben und Berlin angeschrieben. Es war eine Zeit, wo, zu DDR, das war 1983, wo die Sektionen Theologie in Leipzig, Jena und Halle voll waren. Also das war also noch sind relativ für DDR-Verhältnisse, wurden die Kapazitäten ausgenutzt in jener Zeit. Und da war nur noch im Norden frei. Und ich habe dann die Bewerbungsunterlagen, ich habe dann Rostock mich beworben, wollte da anfangen, weil ich in der Studentengemeinde in Halle gehört hatte, in Rostock ist gut anzufangen, da ist ein Lektor, der tut die Sprachen gut vermitteln mit sehr viel Bildung, so humanistisch-klassischer Bildung, das war Peter Heidrich. Ich wusste noch nicht, was auf mich zukommt, dass das natürlich auch eine Hürde werden würde, sprachlich, weil ein Drittel von dem, die wir begonnen hatten, sind durch die Sprachen nicht durchgekommen. Aber ich bin durchgekommen und habe deswegen in Rostock mich beworben, habe bei der NVA einem Kollegen meine Bewerbungsunterlagen mit rausgegeben. Der hat die draußen im Briefkasten gesteckt, in der normalen Post und die mit der Adresse, dann meine Heimatadresse, der war echt, also sie sollten die von der NVA nicht mitkriegen. Also Sie haben es nicht mitbekommen, ne? Die haben es nicht mitbekommen. Ich habe dann, als ich die NVA zu Ende war und wieder bei der HO war, das war also im April 83, habe ich dann die Zulassung für Rostock gekriegt und bin hier nach Rostock so gekommen. Was sind denn damals so die Eindrücke dieser Stadt gewesen, der 83 Rostock? Aus dem großen Leipzig? Nee, aus dem Dorf bei Leipzig. Ach, dem Dorf bei Leipzig, stimmt. Halle und dann Leipzig, ja. Ich kannte aber Leipzig, weil ich da zur Schülerakademie gefahren bin. Ein bisschen war mir also Leipzig vertraut. Es war erst mal... Ich wollte als junger Mensch ja auch ein bisschen raus aus die Welt noch kennenlernen und das war, viel mehr konnte man ja, ich konnte ja nicht irgendwo ins Ausland gehen oder irgendwas. Insofern hat die Ostsee mich auch gereizt und die Stadt und auch neue Leute kennenzulernen, das hat Spaß gemacht und es war
ich wohnte dann in der Max-Planck-Straße mit Physikern zusammen, mit Elektronikern zusammen. Da habe ich heute noch Kontakt und Freundschaft. Haben Sie Stipendium bekommen? Ich habe ein normales Stipendium bekommen, ja. Und dann die Unterstützung von den Eltern? Und dann hauptsächlich die Unterstützung von den Eltern, dass ich dann wirtschaftlich sorgenfrei studieren konnte. Das habe ich genossen, ja. Jetzt müssen wir ein bisschen auf dieses Theologiestudium etwas stärker eingehen. Hat ja in der Tat Rostock einige Besonderheiten. Das wissen wir seit 1990. Ja. Wie ist denn die Situation in der Theologie gewesen? Also Sie haben schon gesagt, die erste Hürde, also die Sprachen. Die haben Sprachen, ich habe die ersten vier Semester richtig hart studiert, dass ich durchkomme und habe das auch geschafft. Und also dann, Hebräisch, Latein? Hebräisch, Latein und Griechisch. Und nach den zwei Jahren habe ich das Studieren dann etwas lockerer genommen. Das war dann nicht mehr das, dass man so rausfallen konnte. Ich habe mich auch wollte mich engagieren in der Studentengemeinde, damals ESG. Christoph Klemann war Pastor. Und da ging es schon los, 85 rum mit Gorbatschow, dass ich Einfluss nehmen wollte. Ich war da auch Vertrauensstudent. So, das war so ein kleines Aktivgremium. Und diesen Vertrauensstudenten plötzlich war aus meiner Gruppe, meiner Studienjahrgang, wir waren ja eine Seminargruppe auch, das waren ja eine kleine Gruppe, wir hatten mit 20 angefangen, dann am Ende waren wir noch 12 oder so, war plötzlich dann eine Ines Wirspitzki mit dabei und dann auch Fleckstein, als sie geheiratet hat. Und ich habe dort erlebt, wie sie versucht hat, das, was ich an Referenten-Themen einbringen wollte, an aktuellen politischen, die damals in der Luft waren, dass sie das unterlaufen hat. Aber nicht dass sachlich gegen diese Themen, sondern gegen mich persönlich. Und da waren auch andere Studenten noch mit in den Vertrauensstudenten. Christoph Klemann kann ich nicht sagen, der war okay, aber da kriegte ich mit und es ist ihr gelungen, dass ich dann gesagt habe, nee, dann lass das mit diesen Vertrauensstudenten, dann lasse ich das. Also das ist ihr gelungen, auch Einfluss zu nehmen, dass da möglichst keine politischen Referenten eingeladen werden. Also das dann haben Sie den Namen, das ist ja nur eine sehr interessante Geschichte, haben Sie den Namen genannt. Also stellte sich dann später raus, dass Sie für die Stadtsicherheit gearbeitet haben. Aber Sie war nicht einfach nur so eine Mitarbeiterin oder eine IM, sondern da stand ja mehr dahinter. Ne? Sie sollte ja wohl in Pommern mal Bischöfin werden. Das habe ich aber alles erst nach der Wende erfahren, aber dann ist mir vieles auch deutlich geworden. Sie ist ja reingekommen, war plötzlich, also studierte Theologie, obwohl sie aus einem völlig atheistischen Elternhaus kam und auch relativen Wohlstand lebte. Sie hatte dann geheiratet und hatte mit ihrem Mann zusammen eine tolle Wohnung in Rostock bekommen, wo kein anderer Student hatte so etwas. Aber an Staatssicherheit, auf die Idee waren wir nicht gekommen. Aber es gab ab und zu mal, dass Leute in die Theologie kamen, aus Elternhäusern, die mit der Kirche nichts zu tun hatten, weil sie selber zum Glauben gekommen waren oder ähnliches. Und das ist natürlich also interessant. Also unter den Theologiestudenten war tatsächlich, also hat man über Staatssicherheit, über Spitzenmöglichkeiten gar nicht drüber nachgedacht oder gab es schon Verdächtigungen, dann vielleicht auch von Falschen? Also nein, man hat nicht drüber, ich war bei keinen Diskussionen zu DDR-Zeiten dabei, wo wir in der Gruppe mit mehreren drüber gesprochen haben. Ja. Also das war, nee. Die Besonderheit an dieser theologischen Sektion war ja, dass von 6 Professoren 3 für die Stadtsicherheit gearbeitet haben. Ja. Wann haben Sie das erfahren? Nach der Wende erst. Wann nach der Wende? Viele Jahre später? Nee, gleich dann, damit ich, als dann die auch entlassen wurden, also der Fritsch wurde ja entlassen dann auch. Ich war ja immer ein Typ, der sich für die systematische Theologie interessiert hat. Und Fritsch hätte mich auch, hatte ich jetzt im Nachgang auch dann den Eindruck, dass er mich hat
ob er einen Auftrag hatte oder selber mich durchs Examen fallen zu lassen mit meiner Diplomarbeit. Aber ich hatte in jener Zeit, das ist mir auch nachträglich, dann habe ich das mitbekommen, dass Professor Kiso war mein Studienberater. Und ist, der hat wohl immer, wenn es darum geht, in der Prüfungskommission so gestimmt, so positiv für mich, dass ich nicht durchfallen konnte. Da bin ich Kiso sehr dankbar. Also Kiso ist wirklich einer der großen Professoren an dieser Universität, nicht IM gewesen. Hat man das irgendwie im Nachhinein von den anderen dreien, hat man gesagt, Mensch, oder waren die besonders unangenehm oder hat man es überhaupt nicht daran gedacht, dass sowas passieren kann? Nee, ich habe nicht daran gedacht. Also das habe ich nicht daran gedacht. Und es ist auch ja irgendwie glatt gegangen. Ich habe die viel in der Medizin, also bei Professor Ernst, die Psychiatrievorlesung gehört und habe nicht eine Vorlesung mit bei Kiso Predigtlehre gehört. Und jetzt, als ich in die Prüfung dann kam, ins Staatsexamen, hätte er mich voll durchfallen lassen können. Und ich habe ihm dann hatte ich gesagt, also ich habe es leider nicht, es war immer, und da hatte er Verständnis dafür. Und ich hatte allerdings mit ihm, hatten wir Oberseminare gemacht und hatten Carl Gustav Jung gelesen, also diese Psychologie, das hatte ich initiiert. Das hat so das Datenverhältnis. Mit den anderen weiß ich auch, hatte mir eine Assistentin mal erzählt, Wendelborn hatte mich geprüft in der Ökumenik und da hatte ich alles richtig beantwortet, hatte aber einen Satz drin, dass Robert Mugabe, da ging es um die Kirchen in Afrika, Robert Mugabe nicht positiv zu sehen ist, weil er ein Einparteiensystem eingeführt hat. Das hatte ich in der Prüfung gesagt, dass ich von denen nichts halte. Und Wendelborn hatte nichts gesagt zu mir in diesem Prüfungsgespräch, aber hatte dann, wo es um die Benotung ging, wollte er mir nur eine 2 geben, weil ich diesen Satz gesagt hatte. Und da hatte eine Assistentin ihm darauf angesprochen, aber politische Meinungen sind nicht zu mir. Und da hat er dann gesagt, na gut, dann doch. Also das ist mir berichtet worden. Und im Nachgang, während des Studiums bin ich nicht auf die Gedanken gekommen. Das alles erst danach. Hätten Sie die Möglichkeit gehabt, an der Universität weiterzumachen, weiterzuarbeiten, zu promovieren oder haben Sie es gar nicht erwogen? Doch, ich habe es erwogen. Ich hatte auch eine Vereinbarung bei Fritsche, ein Forschungsstudium schon unterzeichnet. Er hatte da Stellen bekommen für den marxistisch-christlichen Dialog. Aber ich hatte einfach das nicht also thematisch hatte er mir da von Dingen, die er selber in Aufsätzen geschrieben hat, habe ich nicht aufgegriffen in meiner Diplomarbeit, weil ich das seine Art, da hätte es mir auffallen müssen damals, also was er da betrieben hat mit seinen Anbiederungen an SED-Staat, aber es ist mir nicht aufgefallen. Ich muss aber allerdings sagen, ich war ja dann zwischenzeitlich 2 Semester am Sprachenkonvikt in Berlin. Ich habe mich nach 3 Jahren exmatrikulieren lassen wollte dort weiter studieren. Richard Schröder habe ich fast nur gehört. Also Sie haben von 83 bis 86 hier studiert und sind dann erstmal nach Berlin gegangen. Bin dann nach Berlin ein Jahr und hatte mich von Rostock schon verabschiedet. Habe aber, wo ich mich in Rostock verabschiedet habe und weitermachen wollte, es waren eine der letzten Tage in Rostock, bin ich noch mit Freunden da in LT-Club gegangen und hab meine heutige Frau kennengelernt, mit der ich jetzt 34 Jahre verheiratet bin. Und bin wegen der Liebe praktisch dann wieder nur 2 Semester in Berlin am Sprachenkonvikt gewesen und bin dann wieder nach Rostock. Die hat hier Medizin studiert. Und ich wollte dann auch schneller fertig werden, weil im Sprachenkonvikt hätte ich ein bisschen länger noch studieren müssen, weil das Studium anders aufgebaut war. Dort musste man mehr Hausarbeiten in den Fächern abgeben, während hier mehr mündliche Prüfungen waren. Und ich bin dann also wieder zurück. Sie ist ein Jahr früher fertig geworden als ich und wurde nach Rügen gelenkt. Die mussten ja... Staatliche Lenkung, können Sie das sagen? Staatliche Lenkung. Wir sind da...
wir sind, alle wollten möglichst in Bereiche, wo Westfernsehen ist. Und Rügen war kein Westfernsehen. Und da haben wir gesagt, das macht uns nicht, wir gehen nach Rügen. Und so konnten wir an der Ostsee bleiben. Aber die Pastoren wurden nicht staatlich gelenkt? Nein, die Pastoren Kirche nicht. Ich war ja noch Student. Ja. Und so bin ja ich überhaupt nach Vorpommern gekommen. In die nächste Kirche, wo ja auch genug Staatsleute in der Leitung der Kirche waren, da rein und bin dort dann Vikar geworden. Eigentlich verblüffend, dass die Kirche so stark unterwandert war in Teilen, ne? In der Leitung, ja. In besonderen Maß, aber in der mecklenburgischen Leitung nicht. Also das muss man nochmal so sehen. Wie geht's 88 mit Ihnen weiter? Ich bin also als Vikar, habe ich angefangen, weil meine Frau dort als eine Stelle bekommen hatte, als Assistenzarzt in Bergen. Und dann kam die Wende und da habe ich mich engagiert und habe... Wo haben Sie zur Zeit der Wende gelebt? Zur Zeit der Wende war ich Vikar in Pommern, in Bergen. In Bergen, ja, auf Rügen. Auf Rügen. Und ich habe damals die DSU mitgegründet, weil ich eine Abneigung gegen die Blockflöten von der CDU hatte. Diese Hemmschwelle wollte ich nicht über. Also in der Zeit, ich habe das auch nicht gerechnet, dass Helmut Kohl einfach so diese alte Kröte, Blockflöte schluckt, was ja strategisch sicher, hat es ja mal begründet, war. Aber deswegen wollte ich eigentlich, und ich war damals auch im Januar 1990 mit in Wildbad Kreuth, wo Stoiber und Gauweiler waren, die hatten ja erwogen, deutschlandweit eine CSU. Und dann kam das aber, dass das nicht war. Und ich bin dann auch im Kreistag für die DSU gewählt worden in Rügen. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz in diesem Herbst 89 bleiben, weil das sind natürlich die schönen Momente. Können Sie sich noch an den Tag der Maueröffnung erinnern, 11. November? Was haben Sie da gemacht? Da war ich gerade bei meinen Eltern in Sachsen. Ich hatte Urlaub und da bin ich mit einem Freund zusammen, sind wir nach Bayern gefahren mit dem Auto. Ich habe noch angerufen bei meinem Vikarsvater auf Rügen in Firmnitz, Biermann hieß der, und habe den Urlaub verlängert. Da ist mir das stattgegeben und wir sind dann dahin. Und dann sind wir zurückgekommen und dann habe ich fast nur noch Politik gemacht. Wir haben dann Wahl vorbereitet, also... Also Sie haben sich, also Sie wollten dann in der DSU, und dadurch sind Sie quasi zum Kommunalpolitiker? Geworden, bin in den Kreistag gekommen und wurde Beigeordneter des Landrates dort und Dezernatsleiter für Finanzen. Bin aber Juni 1990 in die CDU eingetreten, weil ich gemerkt habe, in der DSU, diese Neugründung, da waren Gestalten drin, das war zumindest nicht, hatte ich kein Vertrauen mehr in das Personal. Und da war ich dann... Hat es in der CDU zu dem Zeitpunkt schon einen Personalwandel gegeben? Weg von den Blockflöten? Ja. Noch nicht, nein. Das waren richtige Blockflöten. Also zumindest in der Provinz auf Rügen. Das war ja das Problem auch mit dem Landrat Eckfeld damals. Ich war dann jetzt dort in dieser hauptamtlicher Beigeordneter bis 1992 und bin dann zurück, habe mich abberufen lassen und bin dann zurück zur Kirche, um meine Vikarsausbildung, das zweite theologische Examen noch zu machen. Ja, das hatten Sie zu dem Zeitpunkt nicht fertig? Nein, ich hatte nur das erste, war Vikar. Und, warum sind Sie 92 zurück dann? Weil ich musste mich entscheiden, entweder ich bleibe in der Verwaltung, Politik, oder ich mache meine Ausbildung, gehe zur Kirche als Pastor wieder. Mhm. Und meine Frau hatte gedrängelt, dass ich zurück zur Kirche gehe, dass ich der Theologe Darf bleibe. Ich fragen, warum? Warum hat sie gedrängelt? Das war für die Familie, denke ich, besser. Wir hatten schon ein Kind. Sie hat das ja auch, also
das, sie hatte gedrängelt und es war richtig. Also das, das für, passte besser. Wenn wir mal die Zeit von 90 bis 92 betrachten, die Euphorie der, der friedlichen Revolution ist vorbei. Was für Probleme standen an in der Verwaltung? Was stand in, auf Rügen? Ja, es, welche Probleme hatten die Menschen damals? Ja, also es ging ja erstmal darum, dass man in der Leitung, die, die alten SED-Leute, dass die ersetzt werden mussten. Das hat, hat mich, dafür haben wir ja gebrannt. Also da habe ich das gemacht und ich habe das auch gemacht, um einen Übergang. Die Pommersche Kirche, oder ja, hieß es schon, hatte ja damals beschlossen, wenn das vorbei ist, nimmt sie mich wieder. Ich hatte, das hatte ich schriftlich und daran haben sie sich auch gehalten. Und ich musste ja das zweite Examen, musste ich, da steht ja wieder an, die ganzen Fächer nochmal, Hebräisch, Griechisch, Latein. Also ich war dann schon immerhin 4 Jahre raus. Also und also das wollte ich zumindest noch, noch beenden, dass ich beruflich das abgeschlossen habe. Das war mir wichtig, auch im, im Blick auf die Familie. Und das habe ich dann gemacht. Nochmal meine Frage. Die Probleme der Menschen damals auf Rügen. Was, was waren nach der friedlichen Revolution, welche Probleme galt es auch zu bewältigen dort? Viele mussten sich neu orientieren, vom, vom Beruf her, vom von insgesamt von der Lebensorientierung her. Viele sind weggegangen, weil, weil keine Arbeit mehr waren. Und, aber viele waren auch glücklich und haben die Ärmel hochgekrempelt und haben etwas Neues gegründet. Also wurden selbstständig oder haben irgendwo eine Arbeit gefunden. Meistens in der, im Tourismus, manche auch in den Kliniken, die neu aufgemacht wurden, in der Landwirtschaft ein paar. Das war eine spannende Gegend. Ich musste die Verwaltung in diesem Bereich Finanzen, haben wir das neue Haushaltsrecht eingeführt. Ich war damals ja mit 27 Jahren Beigeordneter geworden und dafür habe ich gebrannt. Und es, es ging ja darum, es war ja noch am Anfang DDR. Wir wollten ja, dass dass die Umgestaltung gelingt, dass das nicht zurückgerollt wird, am Anfang noch. Es war schon der Ernst auch da in der friedlichen Revolution. Ich kannte ja nun, die DDR wusste, wie, wie ernst das ist. Es hätte auch anders ausgehen können. Also das, das war schon, steckte schon drin und das musste gelingen. Da habe ich mich eingebracht und habe mich dann auch wieder rausziehen können und habe noch dieses zweite Examen gemacht und habe das auch bestanden, also, was ich froh war und wurde dann noch nach altem kirchlichen Recht noch mit, der, mit dem zweiten Examen verbeamtet auf Lebenszeit. Das, das spielt auch eine Rolle. Gibt es das heute nicht mehr? Das gibt es heute auch noch, aber dann später wurde eingeführt, dass man erst noch 3 Jahre dann Pastor zur Anstellung ist. Das wurde also wesentlich schwieriger. Und damals waren auch mehr Theologen in den 90er Jahren auf dem Markt als Stellen. Also das war die, die Situation, dass das ein ganz Teil dann auch nicht übernommen wurde. Und Sie haben dann das Glück gehabt, auf Usedom auch Ihre eigene Gemeinde zu bekommen, ich, ich wurde dann entsandt nach dem zweiten Examen, das kann man sich ja selber nicht, hat man kein Bewerbungsrecht und wurde nach Usedom geschickt. Meine Frau hat deswegen ihre Arbeit als Assistenzarzt im Kreiskrankenhaus und Akuthaus aufgegeben und hatte stundenweise in einer Reha-Klinik angefangen. Also das hat sie Opfer gebracht. Aus heutiger Sicht würden wir das nicht nochmal machen, aber damals haben wir das so gemacht. Und warum würde man das? Würde ich jetzt nicht nochmal, also die Kirche hat keine Rücksicht genommen, oft auf die Ehepartner, die im nichtkirchlichen Bereich beruflich waren. Ja. Das, das rächt sich also heute auch, denke ich, dass viele, dass, dass der Nachwuchs nicht mehr so kommt, wie er gebraucht werden würde. Also das, heute machen sie es wohl nicht mehr so, weil sie, also sie müssen einfach da mehr Rücksicht nehmen. Ja. Das, wo sind Sie jetzt zur Zeit heute? Ich bin jetzt Gemeinde, also ich mache Vakanzverwaltung in Duchow. Die Kirchengemeinde Duchow hat also kein Pfarrer und da
mache ich vollumfänglich, also das Pfarramt, und wohne in Bansin, weil meine Frau, ich bin da ortsgebunden, meine Frau ist niedergelassene Ärztin auf Usedom in Zempin und fahre dahin. Und das mache ich seit dem Ausscheiden aus der Pfarrstelle in Zirchow seit 2009. Zunächst war ich 4 Jahre lang, hatte ich einen Dienstauftrag für die Klinikseelsorge in den Reha-Kliniken. Daraus hat die Kirche keine Stelle gemacht. Mhm. Und ich mache seitdem immer Vakanzvertretungen. Und da habe ich viel Arbeit gehabt und die Arbeit wird immer mehr in diesem Bereich. Aber ich mache das gern, also wenn Sie so wollen. Wir haben den ganzen Bereich Psycho-Onkologie, das haben wir uns ja vorher verabredet, dass wir das ein wenig aussparen müssen aufgrund der Zeit. Herr Schulze, wenn Sie einmal auf diese Zeit jetzt ab 1988, 89 bis heute zurückblicken, so leben wir ja in einem Land, und man sagen kann, ja, dass er in der Tat noch in einem gewissen Sinn auch zweigeteilt ist, Ost- und Westdeutschland. Mhm. Wenn Sie so eine kleine Bestandsaufnahme aus Ihrer Sicht einmal bringen würden, also was ist aus Ihrer Sicht gelungen, wo hat man möglicherweise dann vielleicht auch Fehler gemacht, also wie stellt sich das aus Ihrer Sicht heute dar? Also Ich zehre davon, dass ich das miterlebt habe, dass ein System, was ich nicht gemocht habe, zusammenfiel und was ich selbst als Kind immer schon gewünscht und irgendwie auch geahnt habe. Es ist einfach so. Und die Wende miterleben konnte und da angekommen war und bin, wo ich hin wollte. Das muss ich einfach so sagen. Also, und da bin ich dankbar. Und ich bin auch dankbar, dass ich in Osten geblieben bin, auch wenn manches hier von der Infrastruktur sicherlich und auch von der Unzufriedenheit der Menschen etwas größer ist. Aber ich denke, ich gehöre hierher, um den Leuten dann auch mit denen zusammen zu leben und die Erfahrung auch gemeinsam die ich habe, dann zu teilen, dass wir hier angekommen sind, dass das was anderes keine Alternative gewesen wäre, trotz der Schwierigkeiten. Und da, denke ich, gehört es dazu auch, dass ich immer wieder sage, dass wir dankbar sein können, dass wir in so einem rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld sein können, wie wir jetzt sind. Also das ist vielleicht, wie gesagt, ich zehre noch von der Freude, dass ich die Wende miterleben habe. So. Wir sind ja eine Generation so ungefähr. Dann, also ich glaube, das ist das, was mir dabei auch im Kopf sofort einfällt. Also diese Dankbarkeit, vor allen Dingen auch also diese Rechtsstaatlichkeit. Ja. Ja, ein sicheres, gerechtes System, das ist schon sehr, sehr wichtig. Dass man sich auf Regeln verlassen kann, genau, dass man keiner Willkür ausgeliefert ist. Ich hatte großes Glück und ich hatte einen väterlichen Freund erlebt, nicht mehr, der sagte immer, wer von Zufällen redet, lästert Gott. Also ich habe eigentlich diese ganze DDR-Zeit, dieses Militärstudium, Schule, EOS, da bin ich durchgekommen und habe gemerkt, da wollten mir oft Leute etwas, aber ich hatte immer auch Menschen, die Hand über mich gehalten haben. Und das hatte auch seinen Sinn. Ich habe, als ich vor einigen Jahren in Leipzig zusammen mit meiner Frau diese Ausbildung zum Psycho-Onkologen gemacht habe, also berufsbegleitend ist das, dass da Psychologen, Ärzte und Sozialpädagogen diese Ausbildung über ein Jahr lang machen, im Monat immer 3 Tage und dann auch eine Arbeit schreiben, was sehr anspruchsvoll auch war für mich als Theologen. Ich war dort mit reingerutscht, in diese Ausbildung zugelassen worden. Voraussetzung war, dass man einen akademischen Abschluss hat, ein Diplom. Da habe ich nach 30 Jahren das erste Mal mein altes Rostocker Diplom auf diesem vergilbten DDR-Papier wieder rausgerutscht. Ich hatte als Klinikseelsorger meine Dienstanweisung selber für den Probst geschrieben.
dass ich onkologische Patienten schwerpunktmäßig betreut habe. Und im medizinischen Bereich hat mir meine Frau sehr viel geholfen, dass ich diesen Anforderungen, dieser Ausbildung entsprochen habe. Und dort habe ich Leute wieder getroffen. Der Lehrgang war voll, also wir waren, glaube ich, 45 Leute. Und mit Leuten, die ein paar Jahre jünger waren als ich, die in Leipzig damals Psychologie studiert haben, wo ich mal studieren wollte. Und was ich nicht, damals nicht angegangen war, weil ich als EOS-Schüler dorthin gefahren war und mit den Professoren geredet hatte und die gesagt haben, wir machen marxistische Psychologie und was sie da gelesen haben von Carl Gustav Jung und Tiefenpsychologie, das spielt bei uns keine Rolle und deswegen hatte ich das verworfen. Die habe ich dann da wieder getroffen in diesem Lehrgang und war dankbar und froh, dass ich Theologie studiert habe und diesen Weg gegangen bin. Also das sind so Dinge, wo sich manches im Leben einfach erschließt, wo ich merke, da das hatte einen Sinn manches, wo ich lang führte, wo ich das gar nicht erkannt habe, warum das sich so ereignet hat. Es waren eben keine Zufälle. Für mich jedenfalls in meiner Lebensdeutung. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Schulze, für die spannenden 45 Minuten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Wenn dem so ist, dann erzählen Sie bitte weiter von uns und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie einmal den Daumen hoch machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.